Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit meiner Make-up-Sammlung und ich möchte euch heute gerne meine Face-Paletten zeigen. Ich habe Face-Paletten, in denen alles drin ist, das heißt Blush, Highlighter und Bronzer. Dann habe ich aber auch Paletten, die nur aus Blush oder nur aus Highlighter bestehen. Ich mag Face-Paletten sehr sehr gerne, weil ich sie einfach sehr nützlich finde, wenn man zum Beispiel verreist, weil man halt alles direkt in einer Palette drin hat. Falls ihr die Paletten in Action sehen wollt, also in dem Video, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde so gut wie möglich swatchen, ähm, ich werde es versuchen. Aber wie gesagt, falls ihr eine bestimmte Palette sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Der Look hier ist mit der Tati Beauty Palette entstanden. Sollte das Video schon online sein, verlinke ich es euch. Ansonsten kommt es auf jeden Fall noch online. Und ich würde sagen, wir starten. Okay. Ich starte mit den Blush-Paletten, wie ihr hier schon sehen könnt. Und als erstes kommt Tarte Double Duty Beauty dran. Bei der weiß ich nicht, ob ihr die noch bekommen könnt. Aber die sieht so aus. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit auf Reisen, weil ja, ich finde, es ist eine schöne Auswahl an Blush-Farben drin. Ich mag auch die ähm, Qualität von den Tarte Blushes sehr, sehr gerne. Die sind Schön pigmentiert, aber nicht zu doll, lassen sich super ausblenden. Und ja, mir gefallen die Farben einfach schön. Ich habe sie euch mal hier geswatcht. Ihr habt eben einen Schimmerton hier oben und einen sehr neutral bräunlichen Ton und einen pinkigeren Ton. Das mag ich bei der Palette eben sehr, sehr gerne. Dann kommen wir zur Luna Beauty Moon Prism Blush Palette. Die mag ich auch sehr gerne. Hier habt ihr sechs unterschiedliche Farben drinnen. Auch alles sehr, sehr schön pigmentiert. Ich zeige euch mal drei Stück auf dem Finger. Wir nehmen noch den Schimmerblush mit dazu. Genau. Sehr, sehr schöne Qualität. Super pigmentiert. Lassen sich wunderschön verblenden. Und ja. Die Palette finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch so mag ich Luna Beauty sehr gerne. Ist ein Brand, von dem man noch nicht so viel hört, von Manny MUA. Aber das solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Könnt ihr bei Purish bestellen. Und ich meine, ihr seht hier, die Monde sind so erhaben. Und das Packaging ist einfach auch unglaublich schön, finde ich, und wahnsinnig hochwertig. Also die. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr eine schöne Palette wollt mit unterschiedlichen Blushtönen, die sich auch gut zum Verreisen eignet, dann kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes kommt dann die BH Cosmetics Weekend Vibes Palette, die Bellini Palette. Ich habe die in dem Sleeve gelassen, weil mir der besser gefällt als jetzt hier vorne die Verpackung. Die sieht so aus. Auch hier habt ihr sechs unglaublich schöne Farbtöne drin. Ähm, ja, also falls euch die Luna Beauty Palette zum Beispiel zu teuer ist, kann ich euch die hier empfehlen. Die ist ein bisschen günstiger von BH Cosmetics und hat auch eine sehr, sehr schöne Qualität. Zu der habe ich auch ein Video, verlinke ich euch in der Infobox, wie alle Videos zu den Paletten, die ich schon in einem Video benutzt habe, damit ihr da einfach noch mal reinschnüren könnt. Genau. Falls ihr übrigens ähm, Swatches zu den Paletten sehen wollt oder falls euch eine Palette ganz besonders interessiert und ich die mal in dem Video benutzen soll, dann lasst mich das gerne wissen. Das mache ich sehr sehr gerne. Aber ich werde jetzt hier nicht jede Palette swatchen. Ja, das. Da sitze ich dann noch morgen da. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, falls ihr eine Palette in dem Video sehen wollt, mache ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von BH Cosmetics noch die Glowing in Grease Palette. Die gehört eigentlich zu den Face Paletten, sehe ich, gerade weil sie Blush und Highlighter hat, aber ich zeige sie euch trotzdem jetzt hier. Die habe ich auch, ich glaube, zwei, dreimal geswatcht schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich die schon benutzt habe. Auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Töne. Die zwei finde ich unglaublich schön. Santorini ist jetzt nicht so ganz meins. Athen ist ein unglaublich schöner Highlighter. Die zwei sind mir ein bisschen zu dunkel. Das ist immer das Problem an so Face-Paletten. Meistens ist es eben so, dass man nicht alle Töne benutzen kann. Aber gar kein Problem. Solche Töne, wenn ich die, so eine Palette zum Beispiel mitnehme zum Verreißen, benutze ich dann gerne als Shimmer Shade aufs Auge. Und ja so kann man die dann auch benutzen. BH Edge Cosmetics hat übrigens eine unglaublich gute Qualität, was Pigmentierung angeht und Verblendbarkeit, also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich mir von ColourPop selber eine Blush Palette zusammengestellt und zwar sind das vier ColourPop Blush Töne und die zwei sind von Make Up Geek. Ich zeige euch einmal die Namen. Das ist die Farbe Luna Haze. Der war in Zusammenarbeit mit Kathleen Lights. Dann Main Chick, was eher so ein koralliger, peachiger Ton ist. Als nächstes dann die Farbe Why Hello. Der ist eher so ein bisschen neutraler, pinkiger gehalten. Und dann so ein richtig schönes Peach. Excuse my French. Die mag ich sehr sehr gerne auch diese palette nehme ich sehr oft mit zum verreisen weil hier eben die blushtöne sind die ich mir natürlich selber so zusammengestellt habe und die ich gerne mag und ich eben eine gute auswahl habe an neutralen tönen ein bisschen was rosanes was koralliges und was peachiges also eigentlich meine ganzen blushbedürfnisse abgedeckt die zwei sind von makeup geek der hier heißt cherish ist so ein bisschen helleres pink ist aber pinkiger als der hier oben, deshalb mag ich den gerne. Und dann habe ich hier unten die Farbe Promise Ring. Der ist eben noch pinkiger und geht so ein bisschen mit ins Rosane. Also ihr habt gerade in so selber zusammengestellten Paletten eben dann genau das, was ihr gerne möchtet. Und deshalb mag ich das sehr gerne. Auch die Colourpop Blushes und die Make-up Geek Blushes kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Qualität und wie gesagt, ihr seht auch, wie die Palette vorne schon aussieht. Die ist schon weit gereist mit mir und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von Milani eine Blush Palette. Das ist die 01 Flower of Love. Genau, da habt ihr eben drei verschiedene Töne drinnen. Die sieht so aus. Milani Blushes mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja. Fand einfach, dass es auch eine gute Alternative ist, es so zu mitnehmen. Ihr habt hier vorne einen Schimmerton, der sehr, sehr hell ist und eben zwei pinkigere Töne. Ja, mag ich sehr gerne. Super Qualität. Bei Milani müsst ihr aber aufpassen, weil die sehr gut pigmentiert sind, dass ihr nicht gleich so einen Balken im Gesicht habt. Dann habe ich von Jouer ein Blush Duo und zwar das Flirt Duo in Kiss Me und Touch Me. Das sieht so aus. Auch sehr, sehr schön. Jouer hat ja sehr viele von diesen blush -Duos. Genau, da habt ihr eben einen so einen pinkigeren Ton und matten und einen sehr hellen blush der fast eigentlich schon ein Highlighter oder ein Blush-Topper noch mit sein könnte. Ja, auch eine unglaublich gute Qualität. Lassen sich immer super verblenden. Und ich muss sagen, auch die nehme ich immer gerne mit, so zum Verreisen, weil sie halt klein und handlich ist und man trotzdem eine gute Auswahl hat. Von Mrs. Bella und BH Cosmetics habe ich die zwei Blush-Paletten. Das ist einmal die Peachy-Palette. Wer mich kennt, weiß, dass ich Peachy-Blushes liebe und das eben genau mein Ding ist. Auch wieder die übliche BH Cosmetics-Qualität. Unglaublich gut pigmentiert. Lassen sich aber super verblenden. Und ja, also sehr, sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen. Für den Preis kriegt ihr da wirklich eine tolle Qualität. Falls ihr aber lieber Rosy-Blushes mögt, dann ist die Rosy-Palette vielleicht was für euch. Hier habt ihr zwei neutralere Pinktöne und einen sehr knalligen Pinkton. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding, aber die anderen zwei Töne fand ich sehr schön. Und es schadet ja auch nicht mal so einen Blush in der Sammlung zu haben, falls man doch mal was Außergewöhnlicheres machen möchte. Deshalb auch die kann ich euch nur empfehlen. Und ja, ich schwöre auf meine BH Cosmetics Produkte, so ist es einfach. Aber auch die anderen Produkte liebe ich. Dann kommen wir mal zu meinen Highlighter Paletten und da habe ich von Kylie Cosmetics das ähm, Glow Kit, in dem Privacy Please, Unbordered, Do Not Disturb and Getaway als Töne eben drinnen sind. Das sieht so aus. Es kam leider ein bisschen Kaputt bei mir an, aber kein Problem. Ja, das sind die Töne. Von dem Kit wurde ja so geschwärmt, dass es so toll sein soll. Und ich muss auch sagen, die Qualität ist schon bombig. Die Töne fühlen sich eher an wie die Colourpop Super Shock Highlighter. Ja, wahnsinnig cremig und so ein bisschen so eine Puddy-Texture. Ich weiß nicht. Seht ihr das, der Fingerprint? Also, das ist schon cool. Und auch so von der Leuchtkraft her sind sie wirklich unglaublich gut. Ich kann sie euch gerne mal kurz swatchen, die zwei Stück. Und da seht ihr schon, dass das halt wirklich eine tolle Pigmentierung ist. Nur auch hier ist wieder das Problem, dass ich eigentlich nicht alle Töne benutzen kann, weil sie mir eben doch ein Ticken zu dunkel sind. Aber auch da benutze ich das dann eben oft als Lidschattenton. Dann habe ich von Anastasia das Sugar Glow Kit. Das ist auch unglaublich schön. Marshmallow ist toll. Starburst ist toll. Gumdrop ist toll. Butterscotch ist mir ein bisschen zu dunkel. Aber auch hier eine schöne Qualität. Und falls ihr zum Beispiel davon nur ein paar Töne mögt, könnt ihr die hier auch rausnehmen und dann in eine magnetische Palette zum Beispiel machen und mit zum Verreißen nehmen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Mag ich sehr gerne. Dann habe ich von BH Cosmetics das Frosé Highlighter Kit oder die Highlighter Palette. Die sieht so aus. Die habe ich auch in einem Video getestet. Es sind ein bisschen außergewöhnlichere Töne hier drinnen. Ich meine, das ist ein schön Eisiger. Die zwei sind eher so in der Pinky-Richtung. Das sind für mich keine Highlighter, sondern eher Blush-Topper. Und der ist so ein bisschen eine komische. Farbe, aber trotzdem auch eine sehr schöne Palette, und ich mag das auch gerne mal so ein bisschen außergewöhnlicher Highlighter in der Sammlung zu haben, falls man eben doch mal was Außergewöhnlicheres machen möchte. Dann habe ich das Spotlight oder die Spotlight Highlighter Palette von VH Cosmetics. Die kennt wahrscheinlich jeder. Das ist so ein. Staple von BH Cosmetics. Auch hier ist es eine sehr, sehr schöne Qualität. Nur eben auch hier sind einige Töne drin, die ich zum Beispiel so nicht tragen kann. Und ja, die dann eher zum Beispiel als Blush-Topper verwendet werden oder als Eyeshadow. Das ist halt immer das an Highlighter-Paletten, weshalb ich die eigentlich auch nicht so gerne kaufe, muss ich ehrlich sagen. Weil man oft halt da Töne nicht benutzen kann. Da finde ich Blush-Paletten dann schon besser, weil bei Blushtönen kann man. Eigentlich das meiste benutzen, weil es nicht auf die Hautfarbe so abgestimmt ist. Dann habe ich noch die Backlight Highlighter Palette. Die habe ich mal umsonst irgendwo dazu bekommen, als ich bei B Edge bestellt habe. Und habe sie behalten, falls ich doch zum Beispiel an Halloween mal was Cooles, Außergewöhnlicheres schminken möchte und dann solche Töne hier benutzen möchte. Ja, deshalb habe ich die eigentlich nur behalten. Dann habe ich von Too-Faced. Das Turn Up the Light ähm, Kit in Light. Das ist extra für mich. Solche Paletten mag ich dann zum Beispiel schon wieder. Ich finde, wenn man eine Highlighter-Palette rausbringt, kann man ja zum Beispiel Light, Medium und Dark machen, weil in vielen Highlighter-Paletten ist zum Beispiel nur ein Ton für dunklere Hauttöne drin und sagen wir mal zwei Töne für hellere und zwei Töne für mittlere. Also findet nie kann nie jeder die ganze Palette benutzen und das fand ich halt bei diesen Kits hier sehr sehr schön, dass es wirklich in unterschiedliche Hauttypen, äh, Hauttöne eingeteilt war. Das heißt, ich habe mir natürlich das für Light genommen, derjenige, der eine dunklere Haut hat, nimmt das für Dark und ja, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Genau. Ihr habt einen so einen metallischen Highlighter, dann habt ihr eher so einen Soft Focus Powder ja einfach ein Puder was aber so ein bisschen Schein drin hat und einen sehr sehr glitzerigen Highlighter. Auch eine sehr schöne Palette und ich liebe von Too Faced eh die Born This Way Reihe und dazu gehört diese Palette, deshalb finde ich die sehr sehr gut und kann sie wirklich auch nur empfehlen. Von Doll Beauty habe ich auch ein Duo Shine Bright Like a Diamond, das mag ich auch sehr gerne, ist auch schon oft mit auf Reisen bei mir gekommen, weil die Highlighter einfach Unglaublich gut pigmentiert sind. Ja. Der hier ist ein bisschen heller und der hier ist ein bisschen dunkler. Ist zu dunkel an sich für mich. Nehme ich gerne aber als Lidschatten zum Beispiel. Ähm, wenn ich meine Tarte Clayplay Lidschattenpalette mitnehme, in der eben zum Beispiel nur matte Töne drin sind, dann finde ich die Palette immer schön. Den kann ich als Highlighter benutzen, aber auch fürs Auge und den eben aufs Auge. Die mag ich sehr, sehr gerne. Super Qualität. Von BTQ habe ich auch eine Highlighter-Palette. Und zwar ist das die Champagne-Palette. Die sieht so aus. Hier mag ich Glaze und Champagne sehr, sehr gerne. Das sind unglaublich gut pigmentierte Highlighter-Töne, die auch butterweich sind. Ja, die ist nicht so ganz meins, weil er einfach sehr pinky doch ein bisschen ist und mir zu dunkel, aber die anderen beiden Töne mag ich sehr, sehr gerne. Finde die Qualität sehr gut und kann sie auch nur weiterempfehlen. Gerade wenn mal ein deutscher YouTuber mit seinem eigenen Brand sowas rausbringt, finde ich es immer schön, denjenigen zu unterstützen, wenn natürlich die Qualität dann auch stimmt. Von BH mit Mrs. Bella habe ich auch die Highlighter Palette, das ist die Goldie Palette. Auch hier sehr, sehr schöne Töne drinnen und einfach die tolle BH Cosmetics Qualität. So, als letztes dann noch von Jacqueline Hill Cosmetics, wenn ich sie denn aufkriege, die Highlighter Palette. Ja, die war ja auch unglaublich gehypt, was ich gut verstehen kann. Ich meine, schaut euch das mal an. Super Qualität, wirklich unglaublich schön. Und ja, wirklich, wirklich toll gemacht. So viel Drama sie auch um ihre Lipsticks hatte und das, glaube ich, schon ziemlich am Image ihres Brands genagt hat, hat sie das wirklich mit dieser Highlighter-Kollektion wieder rausgeholt. Als nächstes kommen wir dann zu meinen Bronzer-Paletten. Da habe ich auch von BH Cosmetics die Belgian Waffle-Palette. Die hätte ich eigentlich. Auch eher zu den Face-Paletten dazu machen sollen, wo alles drin ist. Aber egal. Ihr habt hier auf jeden Fall ähm, drei Bronzer sozusagen. Buttermilk ist eher wie so ein Setting Powder. Better ist ein kühlerstichiges, also eine Konturfarbe für mich. Und Cinnamon ist ein schöner Bronzer. Und dann habt ihr eben drei Highlighter noch hier unten. Genau. Die fand ich auch sehr, sehr schön von der Qualität. Und ja, wie auch bei den anderen BH Cosmetics Paletten kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Dann gab es von Essence in einer Limited Edition diese Konturpalette, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ihr habt hier oben drei Puder. Das ist eher so ein Rosy Powder. Dann habt ihr hier so wie so ein Banana Powder. Das ist eben eins mit so ein bisschen Schimmer drin. Zwei wärmestichige und einen kühlerstichigen. Den mag ich zum Beispiel sehr gerne zum Konturieren. Und ja, die fand ich von der Qualität her auch sehr, sehr gut. Von der Tensation Limited Edition habe ich von Catrice die Palette damals gekauft. Drei Highlighter, drei Bronzer. Auch hier wieder das Problem, dass ich viel davon nicht benutzen kann, weil mir die einfach zu dunkel sind zum Beispiel. Und was mir hier auch nicht so gut gefallen hat, ist zum einen, dass es so doll parfümiert ist, weil ich sitze hier jetzt vor der Kamera und es weht mir schon wieder dieser dolle Geruch entgegen. Zum anderen waren mir die Produkte alle auch ein bisschen zu warmstichig. Ich mag das eher, wenn es ein bisschen kühler ist. Deshalb finde ich die nicht so toll wie die Essence Palette. Dann habe ich die wohl bekannteste Kontur- oder Browser Palette mit, die Shade and Light Palette von Cat von D. Oder ja, damals noch Cat von D, jetzt KVD Beauty. Mag ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Tolles Produkt und. Was mir jetzt gerade hier drin aufgefallen ist, ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Ich glaube, hier hat sich Mold gebildet. Sehr, sehr schade, weil ich die Palette sehr gerne mochte. Aber da sieht man mal wieder, auch Puderprodukte können umkippen. Also seid ihr immer ein bisschen vorsichtig. Also die werde ich auf jeden Fall entsorgen. Werde sie mir jetzt auch nicht nochmal nachkaufen, weil auch hier habe ich nie alle Töne benutzt. Und werde mal schauen, weil Cat von D jetzt oder KVD das jetzt auch rausgebracht hat in Light, Medium und Dark, also kleine Paletten. Das werde ich mir dann wahrscheinlich nochmal angucken. Aber ja, die fliegt auf jeden Fall raus. Gut, dann mache ich weiter mit Revolution versus Roxy. Es ist ja eine englische YouTuberin, die ich auch sehr gerne mag. Und zwar habt ihr hier verschiedene, vier verschiedene Kontofarben und hier vier verschiedene Highlighterfarben. Auch die hätte wieder rüber zu den Face Paletten mitgehört, aber passt auch hier eigentlich mit dazu. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Die Kontofarbe finde ich unglaublich schön, weil sie so ein bisschen kühlerstichig ist. Die Highlighter finde ich auch ein bisschen schwierig, weil die zum Beispiel kann ich beide nicht benutzen. Der ist sehr gelbstichig, der ist sehr rosastichig, aber trotzdem alles in allem eine gute Palette und auch schön pigmentiert. Ja, und ich mag. Roxy einfach sehr sehr gerne und wollte sie deshalb auch mit unterstützen. Finde die Qualität aber auch sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt bei den Bronzerpaletten, die sieht auch schon ein bisschen rough aus äh, von Morphe, die 8F Palette, auch die waren eher in hell und dunkel und so eingeteilt, also unterschiedliche Hauttöne, deshalb F für fair. Das fand ich auch eine super Idee. Und in der Palette kann ich auch wirklich jeden Ton benutzen. Man hat ein Brightening Puder, was ich sehr, sehr gerne mag. Die gehört eigentlich auch in die andere Kategorie. Ihr seht, ich bin total gut im Einteilen. Zwei Bronzer, die man gut benutzen kann. Die Konturfarbe hätte meiner Meinung nach ein bisschen kühlerstichiger sein können. Also die gefällt mir nicht so gut. Die zwei Blushtöne mag ich sehr, sehr gerne. Und die Highlighter finde ich auch sehr schön. Also auch da, falls es die noch geben sollte, würde ich sie euch empfehlen. Eine gute Qualität und wie gesagt, ihr habt das eben auch in die unterschiedlichen Hauttypen eingeteilt. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu meinen Face-Paletten, in dem eben von allen ein bisschen drin ist, wo eigentlich die Morphe-Palette auch dazu gehört hätte. Da habe ich mir in London mal von Rimmel die Palette gekauft in 02 Coral Glow. Und da habt ihr zum einen einen Highlighter, einen Bronzer-Contour-Shade, der so ein bisschen Schimmer noch mit drin hat und einen Blush finde ich auch immer schön zum Verreisen diese Face Paletten und die kommen bei mir auch sehr sehr oft damit dann habe ich von Too Faced aus der Tutti Fruity Collection die Palette die habe ich tatsächlich noch gar nicht benutzt da ist einmal ein Highlighter drin ein Blush und was das ist eigentlich auch ein Highlighter so ein bisschen aber viel zu dunkel natürlich für mich ja den Blush mag ich aber sehr gerne von der Farbe und auch den Highlighter finde ich sehr sehr schön und der kam eben zusammen mit der Lidschattenpalette so. Dann habe ich von Hourglass, ich glaube, das ist eine Weihnachtsedition von vor zwei Jahren, die ähm, Ambient Lightning Edition Volume 4. Mag ich sehr, sehr gerne. Zwei unglaublich schöne Blushtöne hier unten drin. Der Bronzer Contour Shade ist sehr, sehr schön. Der Highlighter ist toll. Und hier oben habt ihr eher so Luminous Powders drin. Die Paletten sind sehr teuer. Aber die Qualität ist sehr schön und ich habe mir das Kärtchen so dazu noch aufgehoben, in dem eben zu den verschiedenen Pudern noch was drin steht. Ja, eine sehr, sehr schöne Palette und die Holiday Editions von Hourglass kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Dann von Wet n Wild die My Melody kuromi Palette. Dazu gibt es auch ein Video. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Zwei Blush Shades und zwei Highlighter Shades. Auch hier unglaublich stark parfümiert. Mir weht jetzt gerade wieder der süße Candy-Geruch davon entgegen. Aber von der Qualität her sehr, sehr schön. Ja, die mochte ich sehr gerne und auch das Packaging fand ich sehr süß. Dann habe ich von Revolution die Pro HD Palette. Die ist, das ist so eine ganz große. Auch die habe ich mal kostenlos zu einer Bestellung dazu bekommen und habe sie deshalb einfach mal behalten, weil ich sie auch austesten wollte. Ihr habt verschiedene Puder. Blush und Kontur und Bronzer Shades. Genau. Die wollte ich einfach mal testen, bin bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen. Werde das aber noch nachholen. Eine Palette, die nicht so toll pigmentiert ist, ist von MAC. Die hier ist gar kein Aufkleber drauf. Gut. Ich glaube, von letztem Jahr die Holiday Edition von vorletztem Jahr. Nicht 2020, sondern 2019 war das, meine ich. Ja, da habt ihr eben einen Highlighter, einen Blush und einen Bronzer. Ihr seht, ich bin hier schon ziemlich gut drin gewesen. Die Produkte sind nicht so toll pigmentiert, also man muss wirklich mit seinem Pinsel ganz schön reinditschen, um was rauszukriegen. Ja, schade, die Palette hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen, aber von der Qualität her war sie nicht so schön. Ich nehme sie trotzdem gerne mit zum Verreisen, weil die Farbtöne mir einfach sehr, sehr gut gefallen und man kann ja trotzdem damit arbeiten. Dann habe ich von Benefit die Cheeky Camper Palette. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und zwar habt ihr hier Coralista, Dandelion und Hula Light drinnen. Hula Light passt super. Und die zwei Blushes finde ich auch sehr, sehr schön. Nehme ich auch gerne mit zum Verreisen. Einfach weil sie sehr, sehr handlich ist und ja, man alles eben in einem hat. Passt perfekt in die Handtasche mit rein. Und ihr habt nicht fünf verschiedene Produkte mit dabei. Und die letzte Face Palette für heute ist die Too Faced Sweet Peach Glow Palette. Auch hier das gleiche wie bei MAC. Keine gut pigmentierten Produkte. Der Highlighter ist sehr, sehr schwach. Ich muss echt mit dem Finger fett reingehen. Der Blush ist nicht so gut pigmentiert. Und auch der Bronzer, man sieht ihn kaum. Schade, da bin ich damals dem Hype so ein bisschen verfallen und musste sie unbedingt haben, weil jeder davon gesprochen hat. Und Too Faced, Sweet Peach und... Äh. Aber von der Qualität her bietet sie einfach nicht viel. Ich habe sie jetzt auch trotzdem behalten, weil wie auch die MAC-Palette kann man mit ihr arbeiten. Ich nehme sie auch gerne mit auf Reisen, weil sie einfach klein und handlich ist. Und ja, aber auch die würde ich euch nicht empfehlen, weil sie einfach nicht so gut pigmentiert ist. Da gibt es viel bessere Produkte. So, ich hoffe, euch hat mein Video zu den Face-Paletten gefallen. Wie ich schon erwähnt habe, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr ein bestimmtes Video sehen wollt zu den Paletten. Ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt, und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes von meiner Make-up-Sammlung sehen wollt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!